Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1. Heute möchte ich euch das Familienwohnmobil von Playmobil vorstellen, passend zum Aquapark und natürlich auch zum Campingplatz von Playmobil. Es kostet so um die 35-40 Euro. So sieht es aus, mit ganz viel Zubehör. Es sind 93 Teile dabei, 4 Figuren, 2 Erwachsene, 2 Kinder, dann so eine Sitzgarnitur mit Tisch, 4 Stühle, Besteck und Geschirr und natürlich das riesige Wohnmobil. Und dieses hat auch ganz viele Funktionen. Das zeige ich euch aber nachher nochmal ganz genau. Hier kann man an der Seite, wo so ein Staufach ist, kann man das aufklappen. Dann hat es eine Markise, die man ausziehen kann. Hier die Tür. Oben auf dem Dach gibt es einen Stauraum. So, und hier seht ihr die Rückseite. Und jetzt packe ich es mal aus. So, hier haben wir schon das Wohnmobil. Es ist größtenteils schon fertig montiert. Muss man nicht mehr viel machen. Das Dach noch drauf und die Räder. Hier ist die Anleitung. Hier in dem Beutel befinden sich die Figuren. Hier der Tisch und die Stühle. Hier haben wir auch noch ein weiteres Teil vom Dach und die Matratzen. Hier ist noch eine Figur, die Mama. Und hier die Felgen und die Reifen. Und hier das Dach vom Wohnmobil. Wie immer, ich bereite alles vor und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt ist das Wohnmobil fertig. Ich habe die Räder angebracht, die Spiegel, hinten die Leiter und die Anhängerkupplung. Jetzt zeige ich euch die Inneneinrichtung. Vorne seht ihr die Fahrerkabine mit Fahrer- und Beifahrersitz. Hier gibt es einen Feuerlöscher. Hier eine kleine Sitzecke mit 2 Sitzen und einem Tisch. Hier ist die Duschkabine mit Toilette und hier oben die Dusche kann man auch rausnehmen. Hier unten eine kleine Kochnische mit Wasserhahn und 2 Kochstellen. Und damit die ganzen Kleinteile wie Tassen, Teller, Gläser und das Besteck nicht verloren gehen, hat Playmobil das ganz toll gelöst. Es gibt da oben verschiedene Staufächer, da könnt ihr die Sachen dann reinlegen. Und gleichzeitig ist das auch der Schlafplatz für die Kinder. Da werden die Matratzen hier einfach aufgesteckt. Und dann können die Kinder da schlafen. Und für die Erwachsenen gibt es hier die Möglichkeit, die Matratzen draufzulegen. Die können dann hier schlafen. So sieht es dann aus. Wirklich toll gelöst. Und das Tolle, ihr könnt, auch wenn die Figuren da drauf liegen, trotzdem das Dach draufstecken. So, und an der Seite gibt es ein weiteres Staufach. Hier einfach die Klappe öffnen. Dort könnt ihr dann die Gasflasche unterbringen. Das Surfbrett hat hier Platz. Oder auch der Roller. Dann gibt es hier eine Türe. Und hier oben, was ich ganz toll finde, eine Markise, die lässt sich ausziehen. Haben die Playmobil-Menschen Schutz vor der Sonne. Hier seht ihr den Tisch und die Stühle und die lassen sich wie in echt zusammenklappen. Und auf dem Dach gibt es ein weiteres Staufach. Hier könnt ihr dann den Tisch reinlegen und die Stühle.
Und das Ganze wird dann mit dem Deckel hier verschlossen. Jetzt zeige ich euch noch die Figuren. Hier seht ihr die Frau mit dem Trägershirt, kurzen roten Hosen, blonden Haaren und einem Pferdeschwanz. Hier seht ihr den Mann mit Kamera, ein Surfer-T-Shirt und grauer Hose. Hier der Junge, auch mit dem Surfer-Shirt, Sandalen, blaue kurze Hose. Und hier das Mädchen mit einem blauen T-Shirt, grüner Hose und so Badelatschen. Jetzt habe ich euch alles gezeigt. Was mich jetzt interessieren würde, soll man mit dem Wohnmobil einen coolen Film drehen? Ja oder nein? Schreibt es unten in die Kommentare rein und vielleicht habt ihr auch eine tolle Idee dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, was ich ja hoffe, dann gebt mir einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert meinen Kanal, ganz wichtig, und schaut wieder rein. Am Wochenende kommen coole Filme. Bis bald, euer Serratus 1.